So langsam spitzt sich das Titelrennen zu. Heute kann sich eigentlich keiner eine Niederlage leisten. Bleiben Sie dran, wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Willkommen zu diesem Spiel hier im Berliner Olympiastadion. Kulisse stimmt, Atmosphäre stimmt natürlich auch. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Und am heutigen Tage zeigen wir Ihnen das letzte Spiel dieser Saison. Hertha BSC gegen Dynamo Dresden. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es nochmal ein klasse Spiel. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Sie wählen ein konventionelles 4-5-1. Das heißt, es wird viel auf das Mittelfeld ankommen. Da wird sich eine Menge abspielen. Bin gespannt, wie Sie das umsetzen werden. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Und jetzt schauen wir noch kurz auf die Gegenseite. Und auch da wird es ein 4-5-1 werden in der taktischen Ausrichtung. Das ist sehr interessant. Als die Hertha 1892 gegründet wurde, da war man einer der ersten reinen Fußballvereine in Deutschland. Aber diese Vorreiterrolle, wenn wir es so ausdrücken wollen, hat man spätestens seit den 60ern verloren. Seither ging es immer wieder auf und ab. Man musste immer wieder feststellen, dass man sich für Tradition nichts kaufen kann. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Darida. Könnte was werden. Guter Pass. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt beim 0:0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten. Macht das genau richtig. Das hat er nicht gut gemacht. Außen ist der Platz da für die Berliner. Gibt Ecke, gut geklärt. Ecke wird kurz ausgeführt. Gute Aktion vom Torhüter. Weg ist der Ball. Es bleibt bei diesem Remis vorerst, und das haben sie ihm zu verdanken, seiner Parade. Was war das für eine Riesenchance? Und er hält das Ding. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erst mal rausholen. Sie nehmen die kurze Variante. Suazerda. Chance zur Führung. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Sie haben im letzten Heimspiel keine gute Leistung gezeigt. Da muss sich heute einiges ändern. Beim 0:1 ist alles nicht so gelaufen, wie sich der Trainer das vorher vorgestellt hat. Und auch heute wird es richtig schwierig. Einwurf Hertha.
Boetius. In der letzten Viertelstunde ist Hertha in puncto Ballbesitz ziemlich klar die bessere Mannschaft. Und wenn sie die Chancen, die sie haben, auch nutzen können, dann liegt hier der Führungstreffer in der Luft. Im Augenblick haben sie den Ball nicht. Jetzt heißt es also erstmal hinten dicht machen. Sie können kontern. Das könnte was werden. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Flanke geht in den Strafraum. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Einwurf für die Berliner. Wie wird er entscheiden? Marco Richter. Gefährlich. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt in den 16er. Da kann er jetzt erstmal klären. Der Abpfiff. Und das war es mit Durchgang 1. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Das sind ungewohnte Schwächen, die er hier zeigt. Und so kann er seiner Mannschaft natürlich nicht helfen. Im Olympiastadion freuen sich alle schon auf den zweiten Durchgang. Es geht los. Und er gewinnt den Zweikampf. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Da zieht er ab. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Oh, jetzt werden sie wechseln. Sie spielen kurz. Wirkt im Moment sehr gefährlich, was sie da machen. Schuss kommt nicht durch. Er nimmt die direkt. Boah, da können Sie sich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Sie wechseln aus. Der Ball kommt rein. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen die Mitspieler erstmal aufwinken. Und hier nochmal das unglückliche Eigentor. Ja, das ist natürlich bitter, aber das kann eben passieren.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt ist er vorbei. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Darida. Außen ist Platz für Hertha BSC. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Platz zum Kontern. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. In der letzten Viertelstunde ist Hertha in puncto Ballbesitz ziemlich klar die bessere Mannschaft. Und sie holen ja auch durchaus gute Chancen raus. Ich glaube, lange dauert das hier nicht mehr. Dann erhöhen sie den Vorsprung auf 2 Tore. Jetzt müssen sie aufpassen. Schöner Pass. Tor, ja. Aber da freuen sie sich zu früh, Buschi, abseits. Boah, sie fassen es nicht, sie fassen sich an den Kopf, abseits. War das eng, ist eine ganz bittere Geschichte, aber ja, das war abseits. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Vielleicht der Ausgleich. Der passt, Ausgleich. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinnsschlussphase. Hier kommt die Wiederholung und wir sehen es. Ja, das ist kein Stellungsspiel. So kannst du das Tor nicht verhindern. Minuten sind noch zu gehen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Steilpass kommt etwas zu spät. Abseits. Ah, da hat nicht viel gefehlt. Mit so einem Pass kannst du die Abwehr aushebeln. Wenn sie da ein wenig am Timing arbeiten, dann funktioniert's. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Suat Serda. Jetzt passiert hier nichts mehr. Da kommt der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier bei diesem Unentschieden. Sie wollten heute unbedingt den Sieg. Am Ende steht nur dieses Remis, nur dieser eine Punkt. Und das ist eine Enttäuschung. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Den wichtigen Ausgleich gemacht in diesem Spiel. Am Ende schaffen sie hier das Unentschieden und wir wissen nicht, wie es ohne diesen Treffer ausgegangen wäre. Von daher auf jeden Fall eine gute Leistung.